Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2, dem praktischen Test. Fangen wir mal ganz einfach und simpel an. Wie gesagt, das ist ein Linkshändermesser, weil ich schneide auf dieser Seite. Würde ich jetzt als Linkshänder Gemüse schneiden, würde ich schneide die Sachen zu dieser Seite abdrücken. Das bedeutet, klar, es ist bombenscharf. Aber würde ich jetzt weiter in der Mitte gehen, bricht es auseinander bei der Kartoffel, nicht so schlimm. Aber bei der Tomate schiebt das auseinander. Wie gesagt, es geht ohne Probleme durch. Es ist Rasiermesser scharf, ohne irgendwelche Probleme. Und wenn man zum Beispiel bei der Gurke guckt, wenn man gerade schneidet, dann sieht man, wie es sich hochbeugt. Das soll nicht sein. Beim normalen Kochmesser, welche ich hinter der Kamera stehen habe, dieses zum Beispiel, auch japanisch, also die Klingenform nicht, aber die Herstellung. Dies zum Beispiel, man setzt an, ohne Widerstand, okay, man sollte es auf der Kamera festhalten, ohne Widerstand, ohne Beugen, ohne irgendwas. Das ist halt der Nachteil bei so einer dicken Klinge. Aber dafür ist es wesentlich stabiler. So. Ich hatte ja letztens darüber gesprochen, dass man ja natürlich mehr Sachen mitmachen kann. Zum einen, klar, schälen wie ein kleiner, wie mit einem kleinen Messer. Das ist eine Übung, geht alles. Aber man muss es ja nicht herausfordern. Wie gesagt, ein bisschen Übung, geht alles. Aber das Weitere ist, man kann immer weiter dünn oder relativ dünn drumherum schälen, dass man eine Endloskette erzeugt. Das funktioniert mit so gut wie jedem Gemüse, was fest genug ist und kein Kerngehäuse hat oder beziehungsweise wie bei einer Gurke in der Mitte hat. Okay, hier mal auf, damit man ein Beispiel sieht. Man hat denn diesen Streifen. Ist bei Kartoffeln unschön, weil sie nicht rund sind. Wenn man jetzt die Gurke nimmt, schneiden wir mal runter. Die ist ja doch ziemlich mehr rund. Dort genauso. Die Schale entfernt. Ist natürlich fummeliger, als wenn man Sparschäler nimmt. Aber die Kochkunst besteht ja darin, etwas zu machen. Und nicht einfach etwas zu bestellen. So, habe jetzt die Schale abgemacht. Und dort, wo ich zuletzt war, einfach nochmal ansetzen. Und dünnen lang. Das ist auch die Methode, wie die japanischen bzw. chinesischen Köche ihre Gurke für Sushis herstellen. Man geht sachte drumherum. So, ich höre den auch auf. Soll nur als Vorführmethode sein. Normalerweise kann man bis zum eigentlichen Kern gehen. Den Kern selber nicht, der ist zu wässrig. So, dann hat man eine relativ gerade Fläche. Wenn man diese jetzt hinpackt, könnte man sie füllen und in diese Richtung aufrollen. Dann machen wir noch Kräuterquark rein oder gleichen. Man packt es auf Klarsichtfolie, schließt es zu. Man kann es vorher würzen, dann wird es weicher. Und dann kleine Stücke schneiden. Einfache Sache für Cannabis zum Beispiel. So, hier haben wir eine Tomate. Diese sind jetzt von meinem Balkon. Gerade eben geerntet, sind noch feucht, weil es gerade geregnet hat. Wenn man jetzt sieht, wenn ich ansetze, ist kein Problem hinter. Es schneidet ohne einen kleinsten Widerstand zu haben. Drehe ich die Sache um, geht es noch einfacher. Ohne Probleme. Kein Problem, das Einzige ist, die Klinge ist dick und drückt alles weg. Setzt man sich aber zum Schneiden an, stoßt sie auseinander. Hat viele Vorteile, einige Nachteile, aber im Groben gesagt, alles schön. Hab hier noch Pfirsich, dort ist das Gleiche. Man kann sehr dünne Scheiben ansetzen, dafür ist diese Messer ausgelegt. Dass man dünne Scheiben runterschneiden kann.
Die ist jetzt, ich schätzte, 4 mm dick. Nicht so dünn, dass man durchgucken kann. Dafür ist ein Pfirsich nicht wirklich geeignet. Aber halt doch sehr scharf. Pfefferminze und chinesische Heilminze. Beides essbar. Na, die Pfefferminze wohl bekannt durch Spearmint, durch den Kaugummi. Jetzt probieren wir mal, ob wir sie auch im hängenden Zustand schneiden können. Ja, wenn das Blatt mal fest genug ist. Ist das natürlich nicht. Doch, da hat sie geklappt. Also, sie ist scharf, sie schneidet wunderbar. Zum Beispiel mal hier lang gehen. So, das ist eine japanische Heilminze. Aus diesem wird dieses Heilöl hergestellt. Das Minzöl, was die Japaner viel zu. Wenn man da nur immer lang geht, man raspelt sie geradezu ab. Kein Widerstand. So, schieben wir mal die ganze Zeug zur Seite. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Grund, warum es ein Spezialmesser ist. Ich habe hier ein schönes Stück Wildlachs. Schöne Farbe. Alles wunderbar. Es nennt sich Spezialmesser und in dem Fall für Sushi, damit man dünne Scheiben runterschneiden kann. Dass man wirklich auch dünn seine Stücke kriegt, um die auf den Sushi zu packen. Wenn es jetzt frischer Lachs gewesen wäre, könnte ich ihn, so wie er ist, auf den Teller packen. Ein bisschen Zitronensaft, Salz, Pfeffer und die Ketten Lachs Carpaccio. Da das aber ein gefrorenes Stück war, mache ich das nicht. Das ist rein hygienischen Sache. Ein Sushi-Koch in Deutschland ist sogar verpflichtet, seinen Lachs, den er vorher, also den er dann später für seine Tranchen aufschneidet, kurz einmal anzufrieren. Zum einen schneidet sich dann einfacher und die Bakterien innen drin vermehren sich nicht so schnell. Ist aber wie gesagt von Art des Restaurants und wie und was man macht immer abhängig. Aber wie gesagt, das Messer ist dafür da, um diese dünnen Scheiben zu schneiden. Normalerweise, ich schneide mir jetzt ein Stück ab, würde man zum Beispiel bei Thunfisch, der doch einen Durchmesser hat, doch ziemlich auf meinem Oberarm kommt, würde man dann seine Hand an die Seite legen und hinten ansetzen und einmal sachte runterziehen, dass man halt, gucken, ob ich es hinkriege, einen unschönen Schnitt, dass man, wie man hier sieht, dass man überall diesen Einkerbungen sieht. Das ist ein unsauberer Schnitt, den die Köche verhindern wollen. Da können sich Bakterien schneller ansammeln. Die trocknen schneller aus und sie sehen einfach nur unschön aus. Wohingegen, wenn man einen geraden, sauberen Schnitt hat, so auch wie Räucherlachs geschnitten wird, sieht er einfach schöner aus. Er ist hygienischer, er ist reiner. Keine Bakterien sammeln sich so schnell an, welche ja schon eigentlich drin sind. Es gibt in unserer europäischen Küche auch ein Messer dazu. Das nennt sich Lachsmesser bzw. Schinkenmesser. Sieht in Form etwa wie dieses hier aus. Dieses ist jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren in meinem Besitz. Hatte mal Zähne vorne, mittlerweile hat es keine mehr. Und wurde schon öfters Hitze behandelt, nennen wir es mal so. Es wurde ja viel genutzt. Normalerweise gibt es diese Messerarten in mit Zähnen oder ohne Zähne. Dieses Jahr hatte man Zähne, jetzt hat es keine mehr. Jetzt ist eine gerade Klinge und ist somit geeignet für zum Beispiel Lachshaut abziehen oder Schinken schneiden, wenn er sehr weich ist. Dafür muss die Klinge aber sehr scharf sein. Aber das ist unsere europäische Variante zu diesen Messern. Die Japaner haben die sich gewählt, um halt ihren Sushi besser zu schneiden. Die benutzen ja meist nur für Fisch. Der ja, abgesehen jetzt vom Thunfisch, der ja groß werden kann, meistens nur handbreit wird. Das ist dann halt einfacher, wenn man doppelt so große Klinge hat, zieht man immer durch, dann kriegt man schnell weg. Ansonsten, das
Messer selber wird im dritten Teil dann beurteilt. Ich hoffe, es hat gefallen. Den Saugschaum mache ich gleich sauber. Und dann sehen wir uns im dritten Teil wieder.